Es ist der 28. Dezember 2017. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler. Und hier ist schon eine wilde Stimmung. Also so viele Menschen im Garten hatten wir selten. Ich zähle gerade mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mehr oder weniger aktive oder passive Teilnehmer. Das wird sich im Laufe dieser Sendung wahrscheinlich noch herausstellen. Jedenfalls ist hier schon richtig Stimmung und wir haben gerade... Ja, viel Spaß schon im Vorfeld gehabt. Und wenn ich wir sage, dann versuche ich jetzt mal irgendwie die Runde derer, die hier mitsprechen wollen, zu eröffnen. Und ich sag mal Ladies first, wir haben die Judith dabei. Hallo und schönen guten Abend, Judith. Guten Abend, Martin und alle anderen, die da sind. Wunderbar. Und dann mache ich das mal hier von der Seite aus. Wir haben den Stefan Schulz. Guten Abend, Stefan. Hi, Martin und hallo in die Runde. Wir stehen hier wirklich in einer sehr engen Runde. Das ist schade, dass man das nicht sehen kann. Mein lieber Sendegärtner Lars ist natürlich auch dabei. Guten Abend, Lars. Hallo allerseits. Dann haben wir als Mitsprechende, ich weiß, willst du mitsprechen? Ja. Nein, er will gar nicht mitsprechen. So, ja. Er will es nicht. Okay, dann spare dir deine Kraft auf. Möchtest du mitsprechen? Er weiß es nicht. Moritz Klenk, schönen guten Abend. Hallo, guten Abend. So, wunderbar. Dann haben wir den Adrian Weniger. Guten Abend, Adrian. Einen wunderschönen guten Abend. Das stille Ö. Selbstverständlich der liebe Mitsendegärtner Sebastian, der hier wieder an den Turntables genau, gedreht hat. Genau, ich winke mal in den DJ Audio-Stream. Sebastian ist ja. da. In du winkst, Haus. Ist immer sehr gut im Audio-Podcast. Ja. Und die Stimme aus dem hohen Norden, der uns hier mit Shazi Lou versorgt, der liebe Jörn Schaar. Hallo. Moin, ich bin heute Abend der Schnapsengel am Sendegartentisch. Was bringst du denn da mit? Du machst das ja alles schon betrunken, bevor es losgeht. Goldbrand Kirsche. Ich habe das selber geschenkt bekommen und ich möchte es schnell schnellstmöglich loswerden. Deswegen, wenn noch jemand möchte, darf man hier zu. Das stand zu befürchten. Ja, was wir heute Abend vorhaben, ist keinen gewöhnlichen Sendegarten, also mit mehr oder weniger Porträt und Gast, also mit einem Gast. Wir haben jetzt so viele Gäste, wie ich versucht habe, gerade aufzuzählen. Das wird schwierig, euch jetzt alle im Einzelnen zu porträtieren. Deshalb legen wir ein Thema sozusagen in den Raum. Und es liegt natürlich nahe, das Thema des Kongresses sozusagen aufzugreifen, um mal zu gucken, was wir darunter verstehen und was wir möglicherweise auch daraus machen können. Das Thema des 34C3 lautet, oder das Motto, tu wat. Und damit wird erinnert an den 12. September 1981. Dort hat in den Räumen der Tageszeitung in Berlin ein erstes Treffen stattgefunden von Menschen, die damals schon die Bedeutung vom Umgang mit Computern, die gesellschaftliche Relevanz, die mögliche gesellschaftliche Relevanz vorausgeahnt haben. In der Opening Session, die gestern Vormittag gelaufen ist, hat Tim Pritlove nochmal ganz eindeutig daran erinnert. Einer der treibenden Kräfte dort damals, Wau Holland. Er hat ihn zitiert, er hat Ausschnitte uns gezeigt, die er 1999 gesprochen hat. Erstaunlicherweise sind diese Sachen 18 Jahre alt und wenn man nicht weiß, dass sie 18 Jahre alt sind, könnte man glauben, wie er gestern auch sagte, sie wären heute aus der Tagesschau. Und Tim zählte dann auf, das sind zweimal 18 Jahre, von 1981 bis 2017 sind 36 Jahre vergangen und eigentlich sind die Probleme noch immer die gleichen, was sehr erstaunlich ist, auch wenn man damals von Facebook und sozialen Medien und so weiter so noch nichts wusste, aber es ist schon sehr ähnlich gewesen und der Club ruft im Prinzip auf mit diesem Motto, tu wat, man sollte etwas tun. Und die Frage ist natürlich, was tun? Und vielleicht kann man auch die Frage stellen, und da gucke ich mal den Stefan Schulz an, ist es eigentlich okay, Menschen so einen Aufruf mitzugeben? Darf man Menschen zur Aktivität aufrufen? Darf man sagen, ey Stefan, mach doch mal was, tu mal was? Ja, man muss natürlich. Sonst hätte ja vieles hiervon keinen Sinn. Ich meine, warum trifft man sich hier, um Planung zu machen? Es ist ja nicht nur, also diese Komponente, dass das immer am Jahresende stattfindet, sozusagen als der Jahresrückblick der Community, die sich dann auch mal trifft und miteinander ins Gespräch kommt. Zeit spielte ja gestern eh eine interessante Rolle, nicht nur, weil Tim in der Viertelstunde der Eröffnung zweimal dieses ist jetzt 18 geworden, schon wieder 18 und wir haben immer noch die gleichen Probleme, also mit diesen Videoeinspielungen von Wau Holland, sondern es gab ja danach auch die Keynote von Charles Stross, wie er heißt, ein Science-Fiction-Autor, der ja auch nochmal die Zeit genauso mit reingebracht hat. Nach vorne gucken, okay, so 1% der nächsten 10 Jahre sind unabwägbar, aber bei dem Rest ist der Pfad so ein bisschen geklärt. Aber wenn die Science Fiction zurückguckt, dann wird es richtig interessant. Ja, und das finde ich eben, dieses Muster kommt hier sehr oft. Wir gucken auf 2x18 Jahre zurück.
die ganze Science-Fiction, die sich Gedanken darüber macht, was hier passiert, guckt sowieso zurück. Man trifft sich hier, um sowieso zurückzugucken auf das Jahr. Heute war auch am Tag 2 zum Beispiel der CCC-Jahresrückblick, wo ja auch wieder zurückgeblickt wurde. Wobei ich würde sagen, beim Jahresrückblick war ich fast ein bisschen enttäuscht, weil bisher war das tatsächlich immer ein Rückblick in den letzten Jahren, wo man wirklich gesagt hat, Januar, Februar, März, und dann ist man das Jahr einmal durchgegangen. Dieses Jahr war das schon eine sehr politische Veranstaltung. Also der Chaos Communication Club oder der Chaos Computer Club, der sich ja immer dagegen wehrt, so eine politische Organisation zu sein, beispielsweise auch in diesem ganzen Piratenzeitalter, was wir die letzten 5-6 Jahre hatten, sich immer davon ferngehalten hat, ist dies Jahr doch tatsächlich eine richtig politische Veranstaltung geworden, bei der auch der Jahresrückblick, auf dem der CCC e.V. nochmal auf sich zurückblickt, eigentlich ein Appell an den anderen gehängt hat und dieses Tu-Watt nochmal richtig prominent rausgeholt hat. Du, also auf die Frage zurückkommen, darf man das überhaupt, darf man Leute agitieren, würdest du ja sagen? Das ist ja kein Agitieren, es sei denn, man nutzt Agitieren so negativ, würde ich ja nicht machen. Ich habe ja auch nichts dagegen zu sagen, man macht halt Propaganda, wenn man ein Ziel damit hat. Es geht ja niemand so transparent mit seinen Zielen um wie dieser Verein, der das hier veranstaltet. Ja? Also man kann ja wirklich in alle Bücher gucken und die einzige Forderung, die aufgestellt wird, ist ja auch Transparenz, Transparenz, zeigt uns euren Code, zeigt uns eure Gesetze. Alles wird versteckt, hier wird es wieder rausgekramt und in der Maßgabe ist es natürlich nicht nur so eine, kann man das machen, sondern hier ist es natürlich immanente Pflicht, ein 4 Tage Dauerappell loszuwerden, dass man jetzt gefälligst was zu tun hat und nicht nur sozusagen einen gemütlichen Jahresausklang nochmal, ja, also Weihnachten mit der Familie und dann CCC mit der eigentlichen Familie und dann geht das neue Jahr los. Nee, jetzt ist nochmal der Appell und der ist hier völlig zurecht drin. Okay, also keiner von uns kann diesen Appell von sich weisen. Nach seinen Worten und sagen, das interessiert mich nicht, die können mir sagen, was sie wollen. Oder widerspricht irgendjemand, ich kann euch in die Gesichter gucken. Sagt jetzt jemand, nee, ich mach das nicht, ich lasse mich jetzt nicht von irgendjemandem antreiben. 3, 2, 1. Der Einzige, der ein Recht hätte zu widersprechen, ist derjenige, der noch einen zweiten Staat in seiner Tasche hat, den er einfach so rausholt, wenn der erste kaputt geht. Alle anderen, die diesen Staat nicht in der Tasche haben, müssen natürlich mitmachen. Dann frage ich doch mal die Judith. Judith, das heißt, tu was. Was hast du denn getan? Ich tat was, heißt unser Motto, habe ich gar nicht gesagt. Also unser Untertitel heißt Tu was, ich tat was. Also was hast du denn getan? Jetzt hier auf dem Kongress meinst du? Zum Beispiel oder bis hierhin. Wir können ja auch das Jahr 2017 rück abspulen. Zum Beispiel. Also für mich ist der Kongress jetzt gerade eine sehr intensive Zeit, weil es ist mein erster Kongress. Ich muss sagen, ich habe das vorher nicht in dem Maße ernst genommen, wie ich es vielleicht hätte tun sollen. Was? Die Warnung, schlaft genug, esst genug. Ach so. Und auch sonst, nicht doch, sonst wäre ich ja nicht hier. Und nehmt euch nicht so viel vor. Ich habe die letzten 2 Tage, sind es 2 Tage? Ja, so ungefähr, sehr viel erlebt, sehr viel verschiedene Menschen getroffen und mich mit ganz verschiedenen Themen beschäftigt, auch mit Themen, mit denen ich mich vielleicht sonst nicht beschäftigt habe. Ich habe sehr viel in verschiedene Mikrofone gesprochen. Also ich glaube, ich bin jetzt gerade 6 oder 7 Stunden in den letzten 2 Tagen podcastenderweise unterwegs gewesen. Und ich denke, das ist so ein Punkt, den ich für mich mitnehmen kann und auch weitergeben kann. Schaut über den Tellerrand. Guckt euch Dinge an, von denen ihr auch im ersten Moment vielleicht sagen würdet, ja, ist nicht so meins so. Oder so. Das weitet den Horizont, sich mit anderen Leuten zu unterhalten, neue Dinge zu lernen. Und ich denke, das baut Hemmschwellen ab, das baut Angst ab. Und das ist, glaube ich, das, was wir gerade brauchen. Das hast du selbst erfahren und das ist etwas, was du einfach weitergeben willst. Das ist dein Tu-Watt für dich. Das ist mein Tu-Watt für mich, jetzt außer meinen Projekten. Mhm. Also das, was ich jetzt ganz konkret vom Kongress mitnehmen würde. Genau. Okay. Jörn, was ist denn Tu-Watt für dich? Tu-Watt für mich ist, wie auch im letzten Jahr schon, dass ich hier mit Engel, also ich helfe mit, dass der Kongress das ist, was er ist, indem ich mich in Schichten einteilen lasse, dieses Jahr hauptsächlich im Presseteam. Das heißt also Mediabegleitung, wenn Kamerateams hier durch toben und Filmaufnahmen machen, dann eben mitzugucken, dass sie sich an die Bildregeln halten, die der Club aufgestellt hat. Ich sitze aber auch mal irgendwie 2 Stunden vor der Tür und passe auf, dass keine Leute reinkommen, die nicht rein dürfen. Weil ich finde, also erstmal hat es mir letztes Jahr sehr geholfen, den Kongress überhaupt kennenzulernen.
wusste nicht so genau, was ist das nun für ein Konstrukt und wie kann man es besser kennenlernen, indem man Teil davon ist. Teil, mehr Teil als einfach nur da zu sein und zu staunen, was hier alles blinkt und blitzt und funkelt. Und das habe ich dieses Jahr gerne wieder fortgesetzt, weil es einfach einen mordsmäßigen Spaß macht, weil man viel schneller und ganz anders mit Leuten ins Gespräch kommt. Und das werde ich auch beim nächsten Mal wieder so machen. Strahlt das denn, was du hier machst, in irgendeiner Weise in deinen Alltag hinein? Also wenn du am vierten Tag hier herausgehst, fällt das dann eigentlich ab? Ist es die Utopie, die dann aufhört oder geht irgendetwas weiter? Ja, das ist ja meistens so, dass die Utopie dann irgendwann aufhört und dass man irgendwann diesen unfreiwilligen Realitätsabgleich meistens schon im Zug nach Hause erlebt. Wenn dann jemand sagt, sie sitzen aber auf meinem Platz. Das würde dir hier halt nicht passieren. Aber ich denke schon, dass ich da ein bisschen was mitnehmen kann. Aber es ist halt viel zu schnell zu Ende und es ist dann viel zu lange, bis der nächste Kongress ist. Okay, fragen wir mal den Adrian. Adrian, was bedeutet denn das TUWAT für dich ganz konkret? Wir müssen erstmal ein Mikrofon organisieren. Achso, der hat kein Mikrofon. Wir müssen ihm erstmal eins in die Hand drücken. Sehr schön. Also ich weiß gar nicht, ob ich dieses TUWAT an sich so an diesen Kongress knüpfen wollen würde. Also für mich ist es tatsächlich ein Kongress, wie die letzten auch. Und ich habe mir im Vorfeld zu diesem einen Kongress sogar tatsächlich, obwohl das Motto TUWAT war, deutlich weniger vorgenommen zu tun. Ich habe die letzten Jahre extrem viel geengelt, war eigentlich die ganze Zeit unterwegs und habe Kisten geschleppt, wie Jörn schon sagt, auf Türen aufgepasst, beziehungsweise auf die Leute aufgepasst, die durch die Tür rein wollen. Und habe im Vorfeld zu diesem Kongress eigentlich gar keinen großen Plan gemacht. Und das Besondere, finde ich, ist dann, dass man doch nie nicht beschäftigt ist. Also ich bin hierher gekommen und der Sebastian sah so aus, als hätte er ein bisschen Hilfe gebraucht beim Setup vom Sendezentrum hier. Wir haben dann zusammen den Sendetisch aufgebaut, wir haben dann zusammen diesen Hörertisch aufgebaut. Und dann habe ich eigentlich die ganze Zeit durchgehend was getan irgendwie. Also dann kamen Leute und hatten Fragen, die konnte man beantworten oder man hat die Leute weitergeleitet. Und so hat man, also ich hatte selbst ohne großen Plan und ohne vorher abgesteckt zu haben, was ich alles tun will, hier einiges getan. Für mich. Und es hat Spaß gemacht. Also so muss es, finde ich, sein. Okay, danke schön. Reichst du es bitte einmal weiter an den Moritz, der uns vielleicht aus einer soziologischen Perspektive ein bisschen die Augen öffnen kann, was dieses TUWAT bedeutet, außer dass man ein Engel ist. Ein Engel zu sein ist immer gut, egal ob hier oder draußen. Aber was könnte dieser Aufruf beinhalten? Jetzt versprichst du hier die soziologische Reflexion. Das natürlich. Also ich weiß nicht, ob ich das leisten kann, aber mein Eindruck war, dass es zwar zum einen natürlich als Aufruf dient, auch als Erinnerung an so Anfänge und wie das sich so selbst fortgesetzt hat, aber vor allem ist es eigentlich, würde ich sagen, so eine Art Selbstbeschreibung. Es ist einfach schon die Beschreibung dessen, was die ganze Zeit hier geschieht. Also weil was anderes als TUWAT ist hier nicht. Ja, es ist eben ständig tun Leute irgendwas. Jeder Besucher, der hier vorbeikommt, ist jemand, der etwas tut in der einen oder anderen Art. Es wurde ja schon gesagt, also ich meine, man beantwortet Fragen oder stellt welche, möglichst dumme, damit sie dann umso klüger beantwortet werden können. Und auch das ist etwas tun und darüber sprechen und miteinander ins Gespräch zu kommen. Was macht eigentlich ihr hier und warum seid ihr hier? Und dann auch so seinen eigenen Ort finden oder sein, ich meine, auch für mich ist es zum Beispiel der erste Kongress, ich war noch nie da und dann hört man so interessiert die ganzen Vergleiche zu, wie es früher war und auf den anderen Locations. Und das ist natürlich hochinteressant alles, aber vor allem interessiert mich dann schon auch diese Frage, wie findet man so seinen eigenen Platz hier in diesem ganzen Wimmelbild. Und das ging relativ schnell und zwar tatsächlich durch Tun und nur durch Tun. Also es geht gar nicht so sehr darum, irgendeinen Vortrag, die sind meistens dann doch irgendwie eher langweiliger, als man dachte, sondern es geht dann darum, dass man irgendwie mit jemandem ins Gespräch kommt und das ist auch schon Tun. Das ist auch nicht nur drüber reden. Es ist ja gerne, also ich meine, wir Freunde des Laber-Podcasts, des gepflegten Laber-Podcasts, können natürlich sowieso das Lied auf den Laber-Podcast und das Sprechen singen, aber es ist eben auch Sprechen ist Tun und auch miteinander ins Gespräch zu kommen und sich zu treffen ist Tun und deswegen ist es weniger, würde ich sagen, ein Aufruf als eigentlich eine Beschreibung dessen, was hier die ganze Zeit passiert. Ja, man sieht das auch, ihr habt ja gestern schon zum Beispiel hier so ein bisschen, wie fühlt sich der erste Tag an, ja? So, und wenn man ins Gebäude reinkommt, haben doch relativ viele so eine allererste Enttäuschung erlebt, in dem Moment, wo sie sehen, große Halle, ungenutzt, viel zu viel Freifläche.
wenn man dann in die Säle gegangen ist, umso nischiger es wurde, umso besser hat man sich wieder gefunden in seinem eigentlichen Club. Ja? Aber diese Eingangshalle, die ist so ungenutzt, dass relativ viele reingekommen sind und dachten, scheiße, hier wurde zu wenig getan. Ja? Das war so der allererste Eindruck. Sobald man dann drin war, sich verteilt hat, sah es aus wie immer, es war bunt. Ja? Also wenn man sich hier die große Messehalle, in der ja nun wirklich, wie soll man sagen, das Assembly-Theater, das Feuerwerk einmal abgefeuert wird. Ja? Wenn man da einmal durchgelaufen ist, ist alles wieder begradigt. Aber wenn man die Halle unten sieht, und ihr hattet ja gestern auch Ralf hier, der schon von Zeppelins gesprochen hat und so, die dann nächstes Jahr, ich glaube, sehr viele sind dieses Jahr rein und sehen, oh, hier wurde zu wenig getan. Und nächstes Jahr wird zum Beispiel diese Glashalle ganz anders aussehen. Ja? Also da können wir auch gespannt sein. Ich glaube, es wird einen Wettbewerb darum geben, wer diese Halle am besten füllt. Okay, prophetische Worte, die nehmen wir natürlich auf. Aber Jörn wollte noch was ergänzen. Ja, was Moritz gesagt hat, wahnsinnig spannend. Und tatsächlich glaube ich auch, dass das Motto sich gar nicht mal so sehr an die hier drinnen richten muss, sondern vielmehr an den Rest vom Internet, der ja in so einer Konsumentenhaltung sich schön zurücklehnt und sich das sehr, sehr bequem macht und sich berieseln und bespaßen lässt. Und wir alle tun ja schon was, indem wir Dinge produzieren. Und sei es eben nur, in Anführungszeichen, ein Podcast. Und das machen die anderen hier ja auch alle. Die produzieren ja auch irgendwas und haben auch alle irgendwie ihr Projekt. Und das, ja, richtig, Moritz hat recht. Das ist eben, hier gibt es nichts anderes als Tuvat. Sebastian, was bedeutet das genau für dich, dieses Tuvat? Hast du es angenommen für dich oder ist es ein Motto wie jedes andere? Es ist durchaus etwas, womit ich mich identifizieren kann. Doch, also das ist schon etwas, was ich annehmen kann, ja. Also ich tue natürlich selber das, was ich eigentlich immer tue, Infrastruktur bereitzustellen und aufzubauen und zu sehen, dass andere etwas tun können über dieser Infrastruktur. Mögliche. Ja. Ja. Und das mache ich natürlich immer, jetzt unabhängig von dem Motto. Aber ja, das läuft für mich jetzt eigentlich auch gerade, wo ich so drüber nachdenke, da unter diesem Motto auch mit, dass ich anderen das ermöglichen kann, dass sie ihre Sachen tun können und verbreiten können. Beziehungsweise bei uns läuft das ja eher so unter Sagwatt. Ja, das ist die Frage, ob das reicht. Reichen Worte oder brauchen wir ein bisschen... Ja gut, die können ja wiederum animieren, genau, die können ja wieder animieren, etwas zu tun. Okay. Ja. Also mich zum Beispiel, du hast mich ja heute schon mit deiner Einführung dazu animiert, künftig mich da noch mehr mit der Podcast-Technik auseinanderzusetzen. Erzähl uns mal, was du damit meinst mit deiner Einführung. Worin hat er dich denn eingeführt? Nee, er hat mir heute Morgen ein bisschen hier Ultraschall gezeigt und ich habe bisher immer Audacity genutzt und weil ich einfach zu dem anderen keinen Zugang gefunden hatte, ich saß da so zu Hause und dachte mir so, okay, und jetzt alle sagen mir, das ist das Tool, das du benutzen möchtest, aber wenn ich da erstmal so eine gefühlt 10-stündige Einführung angucken muss, bis ich da irgendwie mit den Grundschritten zurechtkomme, aber nein, ich brauche das gar nicht. Durch den Anstoß von Sebastian habe ich gesehen, es ist ganz einfach und das kriege ich auch hin. Also von daher gesehen, Tuvat, auf jeden Fall. Genau. Okay, den letzten in der Runde, den ich noch nicht gefragt habe, das ist der Lars. Reicht ihr das Mikro rüber, ist auch okay, dann nehmen wir das. Vielen Dank. Ich habe ja gerade schon mal zu dir rüber gewunken, als Moritz sagte, dass man seine Nische findet. Und ich weiß, dass wir haben ja außerhalb dieses Podcasts auch schon darüber gesprochen, dass dieses Nische finden für dich hier ganz wichtig war im letzten Jahr. Und in diesem Jahr warst du nicht ganz sicher, ob du eine Nische findest. Ja, ich war ja so ein bisschen, ich hatte es ja gestern Abend im Sendegarten schon gesagt, ich war so ein bisschen erschreckt, als es hieß, das Sendezentrum ist nicht da. Und also so mein Platz in diesem Wimmelbild, der war mir eigentlich so letztes Mal, kam ich an und wusste nicht, was mich erwartet. Und ich habe dann sehr schnell beim Sendezentrum Platz gefunden und hatte mich dann eben darauf gefreut, dieses Jahr so einen Platz wieder zu haben. Ah ja, okay. Wieder so einen Platz zu finden und als das Sendezentrum dann zwischendurch so auf der Kippe stand, war ich etwas nervös, weil ich wusste nicht, wohin. So, und das für mich irgendwie so ein Ding, das war mir irgendwie wichtig, das zu wissen. Zu dem Tuvat, ich habe mich so bei Tims Rede so leicht gewunden, weil er dann noch etwas sprach von Wut. Man soll seine Wut mitnehmen oder die Wut kanalisieren oder sowas. Und das ist also eine Sache, die ich jetzt für meinen Kongressbesuch hier jetzt gar nicht auf der Liste habe.
Ich hab mich jemand gefragt, was machst du zwischen den Feiertagen? Da habe ich gesagt, ich verlasse erstmal diese Welt für ein paar Tage und in ein paar Tagen tauche ich dann wieder auf in der normalen Welt und in der Zwischenzeit werde ich mal sehen, was ist. Und jetzt sitze ich im Moment viel hier und bastel an Podcast-Themen rum, die jetzt seit Monaten und liegen geblieben sind, hab einen Haufen Spaß dran, aber ich bin noch nicht so sicher, ob das ist, was Tim jetzt eigentlich gemeint hat mit diesem Wut-Ding, und ich weiß auch nicht, ob dieses Wut-Ding irgendwie so eine Sache ist mit der Politik in dem Verein oder so. Da lehne ich mich nicht aus dem Fenster und da sage ich im Moment, ja, ich weiß nicht, wie es gemeint ist, ich weiß nicht, ob ich davon ein Teil bin, aber ja, ich tue irgendwas. Spürt einer von euch, die hier im Kreis stehen, eine Wut? Also habt ihr eine Ahnung, was Tim da mit gemeint hat? Und also kann das Tim hat ja gestern nochmal auf Sachsen Bezug genommen. Und das war ja genau ein sehr wichtiger Halbsatz zu sagen, ausgerechnet in Sachsen sind wir gerade, aus Zufällen, die jetzt mit Sachsen gar nichts zu tun haben. Aber hier in Sachsen hat sich ja sehr viel Wut angesammelt, bis zu jeder Vierte wählt hier AfD bei einer Bundestagswahl. Und warum nicht mal den nassen Waschlappen? Deswegen wollte ich jetzt Tims Wut gar nicht so als Wut zitieren, sondern das ist eher so dieser Eros, der dieser Wut, die es hier in Sachsen gibt, ja, die kann man spiegeln, indem man hier sowas veranstaltet, und zwar genau in Sachsen, und versucht, das auch nach außen zu bringen. Deswegen auch, Martin, dein Halbsatz gerade, das gesprochene Wort, reicht das denn? Ja, das gesprochene Wort vielleicht nicht, aber das gehörte Wort. Und daran arbeiten ja alle, die hier im Sendezentrum, weil es gibt ja ein Sendezentrum, es gibt zwar keine Bühne dieses Jahr, weil Claudia und Ralf mit ihrem Kind zu tun hatten und sonst keiner diese Arbeit stemmen will, aber es gibt ein Sendezentrum und es gibt einen Podcast-Tisch und wir stehen jetzt hier auch zu zehnt oder so. Und das gehörte Wort spielt doch eine gewichtige Rolle bei diesem ganzen Theater. Das ist spannend. Ich habe das mit der Wut tatsächlich ein bisschen anders verstanden. Also durchaus Unzufriedenheit bis Wut über herrschende gesellschaftliche. Ja, aber das wird ja hier Strömung kanalisiert. Und ja, hier jetzt schon, aber also jetzt auch vielleicht für die paar Tage. Aber das ist ja trotzdem was vielleicht davor da war und was du dann auch wieder mit. Also ich würde es mal umdeuten. Okay. Der CCC-Jahresrückblick war heute 2 Stunden lang. Auf der Bühne sitzt der Vorstand, der kurz den Geschäftsbericht abgibt und die Mitgliederzahlen und so weiter und so fort. Und dann gibt es halt immer diesen Moment, dass Linus Neumann zum Beispiel, das ist ihm nicht heute das erste Mal passiert, so ein bisschen in Tränen ausbricht auf der Bühne, weil er doch überrascht ist, wie viel diese politische Scheiße, die außerhalb stattfindet, hier umtransferiert wird in so eine Art, ich will jetzt nicht diesen Flauschbegriff holen oder so, ja, aber es gibt so eine Spiegelung von, oder sagen wir mal, so eine Transformation von Wut in irgendwas anderes, ebenso Tatkräftiges. Hier kann man es fühlen, wenn man hier ist, also wenn man einmal den Kongress abläuft, ja, dann kann man sich nicht mehr dagegen wehren, es nachzuvollziehen, warum man auf der Bühne sitzen kann und sagen kann, das Gegenmoment, was wir zur politischen Sachlage hier aufbieten, rührt halt manche zu Tränen, ja? Und zwar auch die im Rampenlicht vorne sitzen und darüber erzählen. Also an denen sich sozusagen manifestiert, was hier stattfindet, weil sie es beispielsweise als Organisatoren mitentwickelt haben und dann auch mittragen. Ist das denn vielleicht diese Kraft der Utopie bzw. die Trauer darüber, dass es an anderen Orten eben nicht so freundschaftlich zugeht oder sagen wir mal mit Respekt sich den Menschen begegnen? Also ich habe in einem anderen Zusammenhang habe ich gesagt, hier ist eine Kultur des Gebens, und indem das jeder dem anderen irgendwas gibt, bekommt jeder ja auch irgendwas, und da draußen ist eher eine Kultur des Nehmens. Also wir haben immer das Gefühl, da wir müssen uns die Dinge nehmen, und dadurch entsteht so also das Gefühl, ich müsste alles, was ich habe, gegen dieses Nehmen weg konservieren sozusagen. Und wenn man sich hier sozusagen in dieser Utopie bewegt, dann ist einfach mal 4 Tage die Welt, also quasi an dieser Stelle. Ja, aber das ist die Verwechslung. Dieser Chaos Communication Kongress findet nicht außerhalb der Gesellschaft irgendwo daneben statt, sondern der findet in der Gesellschaft statt. Ja? Also innen und außen, wir sind hier alle innen. Das ist in der Gesellschaft. Das, was hier gerade stattfindet, findet in dieser Gesellschaft statt, die teilweise so beschrieben ist, wie du es gerade machst. Das heißt aber nicht, dass nur weil das hier aufhört in 2 Tagen, ja, sondern das ist eine politische Aktion. Also ich würde bewusst sagen, es ist eine politische Aktion, die in der Gesellschaft, die wir als so negativ beschreiben, stattfindet und entsprechend auch Effekte zeigt. Ich meine, was immer nicht dazu gesagt wird, wenn wir über den deutschen Staat jammern, ja, also dass Herr de Maizière schon gar nicht mehr erklärt, wie seine Südkreuz-Statistik ausfällt, sondern einfach sagt, ja, 75% waren irgendwie erfolgreich und pipapo, und man hat gar keinen studienwissenschaftlichen Zugang mehr dazu. Wir wissen ja, wie es in anderen Ländern ist. Ja, wir gucken ja nach Indien, wir gucken nach China, das findet hier thematisch alles statt. Das würde ich sagen, das ist wirklich außerhalb.
Da haben wir keinen Zugriff, da können wir nur berichten, darüber erfahren, was da vor sich geht. Und da schlagen wir wirklich die Hände über den Kopf, ja? Weil da findet nichts Menschliches mehr statt. Da gibt es diesen Score für alle und dann wird halt einmal durchgezählt und zack. Ja? Und das zu verhindern, schafft man, indem man sowas wie hier macht, aber das findet halt in dieser politischen Gesellschaft statt. Und es findet nicht nur am Ende des Jahres irgendwie so und auch nicht nur hier in Leipzig statt, sondern das gehörte Wort, ja, das wird alles gestreamt, das ist alles archiviert sofort und so. Und unter der Maßgabe hat das auch alles Effekte. Ja? Also man muss hier gar nicht so viel Enttäuschung immer reinholen. Wenn man mal so einen globalen Vergleich macht und so, würde ich sagen, ist die Arbeit sehr erfolgreich und das sollte auch sozusagen Anschub sein. Okay, Moritz möchte darauf reagieren. Ja, ich wollte nur sagen, also zum einen hatte ich den Eindruck, also was Wau sagte oder was zitiert wurde, war ja auch unter anderem also diesen Spieltrieb in Wissbegierde, um zu transformieren. Und ich habe den Eindruck, dass eigentlich wie diese Idee der Wut in tatsächlich wieder Spieltrieb zu transformieren, eigentlich dieses Tuvat-Motto eigentlich auch als Selbstbeschreibung irgendwie nochmal gut fasst. Tatsächlich Wut als in Spieltrieb transformieren ist dann auch so ein kreatives Umverständnis von dem, was man so auch als Handeln oder so als sich selbst als Handelnde erfahren können, auch hier nochmal so zelebrieren kann. Und ich meine, das ist auch schon eine gewisse Feier. Ich würde dem aber noch zumindest versuchen zu widersprechen, als zu sagen, da draußen, sagen wir hier drin tun etwas und da draußen passiert nichts. Die da draußen tun auch den ganzen Tag was. Die überleben, die arbeiten in ihren Zusammenhängen, leiden unter ihren Zuständen und Umständen und so weiter und versuchen ihr Bestes und werden sich arrangieren und so weiter. Was ich wie den Eindruck habe, ist eigentlich, dass hier erstmal so etwas wie fast befreit aus so einer Produktionslogik oder so heraus gelöst, 4 Tage mal stattfindet, ohne dass man irgendwie sich in so einem Produkt-Produzent-Konsument-Verhältnis befindet, sondern man verschwendet einfach, man verausgabt Energie und Freude und so und das eben als diesen Spieltrieb zu begreifen, das glaube ich, das ist etwas, was man mitgeben kann und auch transportieren, also nicht nur transformieren. Und dann zählen natürlich Worte vollkommen. Das ist nicht nur einfach sprechen oder so und das andere ist tun, sondern das ist tatsächlich, also das zu transportieren, diese Freude und Begeisterung zu transportieren, das ist auch schon tun. Und in diesem Sinne würde ich sagen, genau, es geht um so einen Spieltrieb und so eine Form von Transformation. Um das in Sendegartenlogik zu übersetzen, die gesäte Saat sieht man ja noch nicht, aber wenn dann die Sonne kommt und so im Sommer, dann bricht es plötzlich. Du bist ja ein Poet, wer hätte das gedacht, wer hätte das gedacht. Kommen wir bitte mal aus der Perspektive für alle sozusagen auf unsere ganz eigene Perspektive zurück. Wir hatten ja gerade schon gesagt, das Tuvat umsetzen für Podcasterinnen und Podcaster ist in erster Linie mal das Sagwatt. Das kann aber eben auch Sendewatt heißen oder was auch immer. Also wir haben etwas zu geben und jeder von uns hat irgendeine... ein Format, mit dem er oder sie an die Öffentlichkeit geht. Was ist das konkrete Sagwatt, was uns begleitet? Jörn, was ist das, was ist dein Sagwatt? Womit gehst du an die Öffentlichkeit? Gott, ja, also in erster Linie bin ich ja Beauty-Podcaster. Ach so, das ist klar, das ist ja... Heißt, also meine gesamten Produktionen sind ja nur darauf ausgerichtet, mein überteuertes Merchandise zu verkaufen. Nein. es ist einfach, es hat ganz viel einfach mit Leidenschaft zu tun. Also wenn wir auf meinen High-Alarm-Podcast gucken, das ist halt mein Herzprojekt, an dem ich einfach mordsmäßigen Spaß habe, wo ich aber auch... gemessen an der Zahl der Downloads eine unfassbare Menge an Arbeitszeit einfach versenke, die einfach weg ist, weil das halt einfach eine sehr, sehr spitze Zielgruppe in der Nische Podcast ist, die ich da bediene. Aber es macht halt Spaß und es ist eine gewisse Leidenschaft, die da drin steckt. Und auch mit den anderen Dingen, ich rede halt gern und ich mag halt Audio und ich finde, das ist eines der tollsten Medien, das wir überhaupt haben. Und an dem arbeite ich gerne mit. Und das tue ich eben auch gerne neben der eigentlichen Arbeit als Hobby. Und damit möchte ich halt, wenn ich damit rausgehen kann und kann irgendjemandem vielleicht ein bisschen Spaß damit machen. Und wenn es halt nur die 50 Leute sind, die sich in so einen High-Alarm-Podcast runterladen, ja hallo, dann sind es halt 50 Leute. Die musst du aber auch erstmal erreichen. Im Zug, wenn du aufstehst und sagst, guten Tag, ich möchte gerne mit Ihnen über High-Filme reden, die gucken dich zumindest schräg an und hören sicherlich nicht zu. Aber beim Podcasten geht's. Ist das dein Sendungsbewusstsein, eine Einladung auszusprechen, mit dir gemeinsam diesen Spaß zu teilen? Oder steckt da noch mehr dahinter? Ja, ganz klar, natürlich. Also
gerade im Fall High Alarm Podcast geht es wirklich nur um den Spaß an diesen bescheuerten Filmen und daran, wie schlecht die sind. Natürlich finde ich es auch, wenn wir What's in Your Pants angucken, da sehe ich fast so ein bisschen einen Bildungsauftrag, den wir da haben. Ja. Das ist halt, wann kriegt man schon mal so einen intimen Einblick in die Transition eines Menschen, wie wir ihn da bekommen, und das einfach miterleben zu können, ist eine Sensation, und das mit Menschen teilen zu können und die ganzen blöden Fragen zu stellen, die man als Cis-Mensch an einen Trans-Menschen vielleicht hat, das ist eine tolle Gelegenheit, die ich wahnsinnig gerne ergreife, und ich hoffe einfach, dass ich die doofen Fragen stelle, die auch der Hörer normalerweise hat, dann funktioniert's. Und das Feedback zeigt, ja, es scheint so zu sein. Wir hören regelmäßig so, hey, ihr helft mir dabei, einen sehr gestressten Transmenschen in meinem Umfeld besser zu verstehen, oder ihr helft mir bei meiner eigenen Transition. Und das sind Sachen, da geht einem natürlich das Herz auf. Und das ist mehr Auszeichnung als jeder Download, als jeder Applaus sein kann. Das ist halt so eine Mail und so ein Kommentar. Kann ich sehr gut verstehen. Dankeschön. Dieses Sagwort ganz praktisch in die Tat umgesetzt hat heute die Judith. Du hast ja am Sendetisch gesendet. Da musste man sich vorher einen Slot besorgen. Es ist laut im Hintergrund. Man muss sich konzentrieren. Das ist nicht ganz einfach hier, die Produktionsbedingungen. Warum hast du es trotzdem gemacht? Leidenschaft? Ja, tatsächlich. Einerseits habe ich mich für Technikschichten am Sendetisch eingetragen, weil ich gesagt habe, okay, ich möchte mich aus meiner persönlichen Komfortzone bewegen, mich da doch dann immer irgendwie ein bisschen drumherum zu mogeln irgendwie. Ich gebe mich da jetzt rein, ich mache das jetzt. Und zum anderen, dass ich hier heute gesendet habe, war tatsächlich reiner Zufall. Bis 2 Minuten vor Beginn der Sendung wusste ich nicht, dass ich das tun würde. Es gibt aber doch einen Plan, der schon seit Tagen feststeht. Das ist richtig, aber das hat sich insofern geändert, dass ich eigentlich für die Technikschicht für diesen Podcast eingeteilt wurde, bis dann die Podcasterin kam und sagte, oh, mir sind 5 von 4 Gästen abgesprungen, könntest du nicht mal vor dem ersten Kaffee auf Englisch? Und so, klar, machen wir. Also Spontanität will gut überlegt und wohl geplant sein. Für welches Angebot war das eine Aufnahme? Heute war das für den Vienna Writers Podcast. Gestern habe ich zusammen mit Christopher und Frank tatsächlich für mein eigenes Format aufgenommen. Und ja, also das hat irgendwie zu einem gewissen Teil, muss ich sagen, schon mit Wut zu tun, mit Ohnmacht zu tun. Inwiefern? Inwiefern, dass ich mir lange überlegt habe, okay, gewisse gesellschaftliche Zustände gefallen mir nicht. Ich möchte was tun im Rahmen meiner Möglichkeiten. Und ich habe lange darüber nachgedacht, was könnte ich tun, bis ich dann eben auf das Erbstücke-Format gekommen bin. Das ist ein Podcast über Geschichte, der ist noch relativ neu. Anhand von Erbstücken, deutschen Erbstücken aus der deutschen Geschichte. Also privaten Erbstücken? Na, die Schatulle, die Brosche, die Oma vererbt? Oder? Kulturellen Erbstücken, das Brandenburger Tor, ja. Die Pickelhaube. Die Lutherbibel und so. Die Lutherbibel, ja. Okay. Der Adventskranz, das Ampelmännchen, was immer du möchtest, deutsche Geschichte zu erzählen. Jetzt nicht in Jahreszahlen, sondern in Dingen, die uns täglich begegnen, weil ich eben festgestellt habe, dass über sehr viele Dinge ein gewisses Unwissen einfach da ist. Und ich habe die Leidenschaft für Geschichte und die Möglichkeit, da vielleicht was zu tun, zu geben. Wenn es nur ein paar Leute hören, ist in Ordnung. Aber da eben mein Teil dazu zu tun, ich möchte nur das Stichwort Leitkulturdebatte in den Ring werfen. Ich denke, jeder kann sich so vorstellen, was da so zurückkommt. Genau, das war so mein Impact, das zu tun und mich da redenderweise zu beteiligen. Aus der Freude, die du selber empfindest, dich mit den Themen zu beschäftigen, oder auch, wie Jörn es sagte, mit so einer Art von Bildungsauftrag, den man sich selber gegeben hat?
Ich denke, es ist beides und es hat sich da an dieser Stelle gefunden. Und zu eurem Podcast möchte ich noch sagen, also ich zu Jörns, ja, Entschuldigung, sieht ja keiner. Ich höre ihn regelmäßig, ich höre alle Folgen. Also mir persönlich ich habe was über das Verhältnis von Männern und Frauen gelernt. Ich habe was gelernt über Menschen, die jetzt nicht dem entsprechen, was der Bruttonormalverbraucher als normal bezeichnen würde. Es hat geholfen, Menschen, die mit Transpersonen zu tun haben, zu sagen, hey, guck mal, da gibt's einen Podcast, hör diesen Podcast. Es hat echt viel, viel, viel bewirkt für mich. Danke, dass ihr das macht. Macht es weiter. Sehr gern. Mir geht es tatsächlich ja ganz genauso. Das ist ja das Tolle an diesem Projekt, dass sich mein Horizont auch mit jeder Folge nochmal weitet. Und ja, wenn es für andere genauso funktioniert, umso besser. Unbedingt. Toll. Auf jeden Fall. Wer gerade so ein bisschen gemerkt hat, sozusagen, als du das Wort Bildungsauftrag oder Bildungspodcast in den Mund genommen hast, das war der Stefan, der ja eigentlich von der Zuschreibung her auch einen aufklärerischen, einen Bildungspodcast macht. Ich weiß, dass er selber nicht immer dieser Meinung ist. Wie wertest du denn dein eigenes Angebot, Aufwachen-Podcast, Stefan? Also mein eigener Podcast besteht darin, dass ich diejenigen, die auf jeden Fall einen Bildungsauftrag haben, was nämlich so fast mit Verfassungsrang in irgendwelchen Gesetzen steht, Rundfunkstaatsverträge und sowas, kritisiere unter der Maßgabe, dass sie im Grunde immer schlechte Arbeit machen und wir jede Woche nochmal neu nachgucken, ob sie immer noch super schlechte Arbeit machen oder sich es ein bisschen gebessert hat. Und natürlich ist die Überraschung immer groß, es ist immer noch ein bisschen schlechter geworden. Ob wir daraus einen Bildungsauftrag ableiten, wenn wir jetzt sozusagen die Nachrichten gucken für diejenigen, die schon lange keine Nachrichten mehr gucken, und zwar ganz speziell und ausschließlich die armen Nachrichten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, ich kann das ja abwehren, den Luxus kann ich mir ja geben, weil ich unterliege ja keinem Rundfunkstaatsvertrag irgendwie, dass es natürlich trotzdem nahe liegt, das von außen so zu beobachten, weil es halt die Themen sind von denen, die mit Absicht da einen Bildungsauftrag haben, liegt natürlich nahe. Auf der anderen Seite ist mir immer wichtig, dass ich mein Publikum überrasche. Wenn ich pädagogisch rangehen würde, müsste ich wahrscheinlich so didaktisch und sorgfältig und mir Gedanken über mein Publikum machen. All das machen wir natürlich nicht, schon aus Zeitgründen. Deswegen holen wir immer den Vorschlaghammer raus und hauen dann einmal drauf, ohne Rücksicht auf Verluste, auch bei denen wir wissen, aus welchen Gründen sie die Nachrichten ablehnen und die sich bei uns nochmal Argumente abholen. Also das ist ja auch immer so eine Rolle, ja. Aber Bildungsauftrag, mir ist es ehrlich gesagt egal. Also wenn jemand kommt und sagt, wir haben einen Bildungsauftrag, würde ich sagen, ja, kannst du sagen, aufgrund der Themen, aber das mache ich mir halt nicht zu eigen. Die Themen sind halt die Themen der Nachrichten und wir gucken halt Nachrichten. Dankeschön. B wie Bildungsauftrag, ABC-Koholics, Adrian, ist das für dich ist das für dich ein Motiv zu podcasten? Ich würde fast sagen eher nein. Aha, das ist ja interessant. Also ich glaube nicht, dass mein Podcast oder unser Podcast in auch nur annähernd den Bildungsauftrag erfüllt, den die bisher hier angesprochenen Podcasts irgendwie erfüllen. Bei mir, es ist ein Bildungsthema oder beziehungsweise wir klären wissenschaftliche Themen in kurzen Blöcken auf. Aber ich würde nicht unterstellen, dass unsere Welt sehr viel schlechter wäre ohne diesen Podcast. Ich glaube, es ist tatsächlich eher eine bisschen egoistische Leidenschaft. Mir hat Podcast hören Spaß gemacht. Ich habe Podcasts immer nur dann gehört, wenn ich ein bisschen Wissen mitgenommen habe. Aber ich würde trotzdem nicht sagen, dass ich meine Hauptbildung aus Podcasts beziehe, zum Glück. Hast du zum Glück gesagt? Ja. Ja, okay, das wollte ich nur noch mal. Ja, okay. Nee, und ich. Was ist die Gefahr dabei? Welche Gefahr siehst du? Nee, das kommt drauf an, ab wo man die Grenze setzt, zu wo nehme ich mein Wissen her. Also, ich bin glücklich, dass ich mehr Wissen von der Uni mitgenommen habe als von Podcasts. Allerdings ist die Wissensquelle jetzt ja irgendwann mal versiegt. Das heißt, jetzt muss ich mir eine Anschlussquelle suchen. Aha, für das lebenslange Lernen. Genau. Sozusagen, und da dienen Podcasts ganz sicher sehr gut. Aber wenn ich jetzt meinen kompletten Bildungsweg nur durch meine eigene Auswahl von Podcasts getroffen hätte, dann wäre ich jetzt sehr nischenwissend, aber auch nur immer so gut, wie es aufbereitet ist. Also ich glaube schon, dass Podcasts da eine nette Zusatzfunktion sind, so ein bisschen Zufutter. Aber nicht, Bildungsauftrag ist für mich ein bisschen was Größeres, als einmal im Monat über was Witziges zu reden. Also, und damit rede ich jetzt von meinem Podcast, nicht von anderen.
Was für eine Tiefstapelei. Ja, aber der Mann, der hier beim Norddeutschen Rundfunk arbeitet, der den Bildungsauftrag sozusagen in seinen Statuten stehen hat, der hat gerade den Mund verzogen. Und warum? Ja, weil Bildungsauftrag, gerade der selbstdefinierte im Podcast, das kann ja auch eine Chance sein. So, also, das ist ja das Schöne, jeder ist ja in irgendwas in der Lage, andere zu bilden. Ob es jetzt die Zucht von Landschildkröten ist oder meinetwegen eben Transition von Menschen oder Haifilme oder Tagespolitik, das ist ja vollkommen wurscht. Also irgendwo fuchst sich ja jeder rein und das kann er ja dann anderen erzählen. Und er kann es dann eben so gut erzählen, wie er es kann. Und meinetwegen, dann gibt es halt vielleicht Leute, die den Standard als zu niedrig empfinden und die dann eine Korrektur machen und das auch nochmal wieder veröffentlichen. Und so entsteht eine Diskussion und nachher dann immer mehr Chance auf immer mehr Verbreitung dieses Wissens. Und das ist doch super. Also das ist doch genau das, was Podcasten so stark macht. Ich glaube, das, was Adrian anspricht, ist, dass keine redaktionelle Absegnung stattfindet, oder? Jeder kann sich selbst ermächtigen, soll sich auch selbst ermächtigen. Ja, also das auch nicht. Und irgendwie behaupten, die Erde ist eine Scheibe. Und, wobei redaktionelle Absegnung ist ja auch immer so eine Sache. Also bei uns gucken natürlich Leute drauf, Redakteure gucken auf das drauf, was wir tun, aber weil wir halt ein Vier-Augen-Prinzip haben. So, und das heißt, also ich komme aus einem Termin von einer Veranstaltung, berichte darüber und dann guckt sich jemand das an und vergleicht das mit anderen Quellen und sagt, Mensch, ist das plausibel, was der da abliefert? Und dann kommt natürlich immer der nervige Anruf und sagt, ja, du sprichst jetzt von 5 Verletzten, in der Pressemitteilung der Polizei von vor 3 Stunden stehen aber 4, was stimmt denn jetzt? Im ganz kleinen Maßstab nervt sowas dann natürlich, aber das ist ja gut, dass es sowas gibt. Aber das ist auch genauso gut, dass Podcasts das nicht immer haben, sondern dass dann eben die redaktionelle Kontrolle in Anführungszeichen, oder dass das kann ja in den Kommentaren stattfinden und da kann ja ein Podcast nur besser werden durch. Aber das ist eben etwas, eine Notwendigkeit, die es beim Podcast in dem Prozess vor der Veröffentlichung ja gar nicht gibt. Warum denn? Das ist eben, wenn wir den öffentlich-rechtlichen Rundfunk angucken oder überhaupt den Rundfunk angucken, da ist das total schlau, da vorher mal drauf zu gucken, ob das alles plausibel ist und sowas. Aber auch da gibt es ja Leute, die im Nachhinein drauf gucken und sagen, so plausibel ist das gar nicht, was ihr da veranstaltet habt. Das ist auch in Ordnung und das ist auch sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig, dass es sowas gibt. Und das kannst du ja aber für die ganzen Podcasts da draußen überhaupt gar nicht leisten. Aber da wird auch noch was Wichtiges unterschlagen. Natürlich. Also Bildungsauftrag hinsichtlich einer sachlichen Aufklärung. Ja, da würde ich sagen, nö, da hat die Wikipedia schon gewonnen. Wenn wir einfach die Artikel vorlesen würden und das Podcast nennen würden, wäre das auf jeden Fall der Sieger. Was aber beim Aufwachen-Podcast zum Beispiel wichtig ist, wir machen ja 6 Stunden die Woche. Also 2-mal die Woche 3 Stunden Sitzung. Da bleibt natürlich keine Sachaufklärung irgendwie hängen, vielleicht mal so ein Fakt. Aber viel wichtiger ist ja, welche Stimmung bleibt denn am Ende? Welcher Eindruck? Ja? Wie gucke ich denn Nachrichten, nachdem ich ein Jahr lang 6 Stunden die Woche Aufwachen-Podcast gehört habe? Brauche ich dann noch einen 101. Podcast oder reichen die 100 nicht aus, um ein völlig neues Nachrichtenerlebnis zu erzeugen? Das hat jetzt mit sachlicher Aufklärung, die wirklich in dem Moment, wo man abgefragt wird, ja, so, wir schreiben jetzt eine Leistungskontrolle und dann sortieren wir das alles mal durch, das klappt natürlich nicht. Aber der Eindruck ist natürlich, nee, öffentlich-rechtliches Fernsehen in dem Fall ist eben kompliziert. Und nur weil die so tun, als wäre alles einfach und was in einer halben Stunde sagbar ist, ist halt passiert und der Rest nicht. Ja, und alles passt in 3 Minuten Blöcke und so weiter. Bei methodisch inkorrekt genau das Gleiche, ja. Wissenschaft ist halt kompliziert. Aber man kann ja trotzdem mal kurz reingucken und einfach mal erleben, wie die Forscher darüber reden, wenn sie so ein also da wird ein Leseerlebnis eines Hardcore-Textes dargeboten. Da geht es ja nicht so sehr um den Text, sondern darum, wie wird er denn gelesen. Da hören wir dann zu. Also wir sind sozusagen auf der 3. Ebene einer Sachaufklärung, bei der die Sache am Ende kaum noch eine Rolle spielt, aber eben der Eindruck bleibt, hört mal zu, Leute, ist kompliziert, wenn morgen einer um die Ecke kommt und euch irgendwas erzählt. Nee, es ist kompliziert. Ja? Das ist sozusagen der Eindruck, der bleibt. Und unter der Aufklärung, also diese Art von Aufklärung, ist Podcast unschlagbar. Du kannst alles in dieses Format reinbauen, weil du nichts mehr zwängen musst. Du kannst einen Dialog machen, du kannst zu 10 irgendwie zusammenstehen. Ja, alles wird plötzlich möglich. Dass dann am Ende kein Redakteur rüberguckt, das ist sozusagen die kleinste Kleinigkeit, die man noch erwähnen kann. Die ist auch nur interessant, weil es eben irgendwo noch Orte gibt, auf denen Redakteure drauf guckt, wo man sich fragt, warum eigentlich noch? Ja, das ist so die Frage, die immer bleibt. Aber das wird unterschlagen, wenn man so über Podcasts redet, dass man sagt, Bildungsauftrag, Sachaufklärung, okay, hier, radaradarada. Ja, weil dann
da die Wikipedia, das ist die große Erfindung des Internets, die Wikipedia, die hat er gesiegt auf dem Feld. Wir können jetzt sozusagen nachbearbeiten. Was bedeutet eigentlich, was in diesen Millionen von Artikeln drinsteht? Und die Antwort ist dann immer, es ist kompliziert, hütet euch vor einfachen Antworten. Und falls ihr einen Experten braucht, im Podcastland findet ihr die irgendwo, ja? Falls ihr wirklich mal eine Frage habt. Ja, die Frage ist ja vor allen Dingen, warum machen wir den Mund auf? Warum setzen wir uns auf diese Bühne? Warum haben wir das? Wir könnten ja auch unsere Erkenntnisse für uns behalten, selber weiterlernen und dieses nach außen gehen. Also tatsächlich sich selber zu einem Sprachrohr zu machen. Ja, Erkenntnisse, das muss die ja du für dich behältst, sind ja keine Erkenntnisse. Es muss irgendeinen Grund geben, warum das gemeinsame Gehen ist irgendwie oder das gemeinsame Denken hier. Ja, also Erkenntnisse, die du für dich behältst, sind ja keine Erkenntnisse, sondern das ist nur so ein Wissenseindruck, den du hast. Erst in dem Moment, wo du da, also ich meine, am Ende ist es immer das Tratschen. Nur geteilte Erkenntnis? Oh, naja, können wir aber, es ist aber schwierig. Ich nehme wieder den Moritz an, der kann Sachen auch. Naja, wenn über, also, wer nicht redet, ist tot, lautet die Losung eines unseres großen Mitmach-Podcasters hier, ja. Und die stimmt natürlich. Weil am Ende geht es natürlich nur um die Frage, wenn ich heute Abend am Küchentisch sitze, über was kann ich da eigentlich reden? Und das Podcasting-Angebot ist halt ein Angebot. Ja, also die Themen, die da durchgekloppt werden durch dieses Podcast-Land. Aber man muss sie halt kommunizieren können. Also angesprochen ist Moritz, genau. Ich wollte nur kurz, nur das ist kleine Sacheaufklärung, aber das Motto heißt, wer redet, ist nicht tot. Umgekehrt gilt es natürlich nicht, wer nicht redet, ist deswegen noch nicht tot. Aber davon abgesehen. Ja, ihr wisst schon. Das war jetzt immer nur diese Unschärfen, es geht um die Stimmung, die bleibt. Alles viel komplizierter. Das ist nicht gleiches Einzelne. Unsauber gearbeitet. Also, aber ich würde tatsächlich den Punkt inhaltlich würde ich den unterstützen. Also es ist, würde ich auch sagen, es ist Erkenntnis, die so nicht geteilt, die nicht sozial, die nicht kommuniziert ist, ist erstmal letztlich bedeutungslos. Von der erfährt man auch nichts, von der erfährt auch man selbst nichts, wenn man sie nicht auch zu Beginn zu schreiben, zu sprechen oder irgendwie zu teilen. Und man bemerkt eigentlich auch nicht Erkenntnis, wenn man sie nicht irgendwie sofort versucht einzubauen. Und da sind wir wieder bei dem Motto, bei Tuvat, ja. Also erst dann kann man doch von Erkenntnis sprechen, wenn sie zu irgendwelchen handlungspraktischen Konsequenzen führt oder wenn sie uns zu irgendetwas befähigt oder auch nicht, zumindest etwas anderes, anders zu denken, als wir es zuvor in der Lage waren zu denken. Und auch das ist natürlich Handeln. Also auch dann und dann erst ist es Erkenntnis und dieses Handeln ist dann immer noch auch natürlich sozial. Also weil wir tun das ja nicht in irgendwo, ne? Also selbst wenn wir vormittags vor dem Kongress noch ins Gondwanaland hier fahren, dann sind wir ja trotzdem nicht irgendwo verlassen, einsam im Dschungel und niemand kennt ja, uns und so. Ne? Genau, ja da. Aber 17 Euro als Eintritt bezahlt. Ne? Also so asozial war es dann doch nicht. Also insofern ist es dann doch zumindest so, dass sich das erst bemerkbar als Erkenntnis macht, wenn wir darüber sprechen oder mit anderen das teilen und so. Und dann ist es auch Handeln und dann ist es... Ne? Also Wissen ist Macht ist ja so ein kluger Spruch. Da kommt es auf das Machen an und nicht auf das Wissen. Weil Wissen ist halt Wissen, aber Wissen ist Macht. Ja, Macht. Wer Macht? Wenn es gemacht ist, Wissen ist, dann ist es Macht. Wollen wir denn Macht haben? Ist es Macht erstreben? Ja, Macht im Sinne von Machen erstmal. Achso, okay, Tun. Tun. Aber wenn ich da noch Wissen ist Tun. Einhaken okay. Darf. Ja, weil also wir hatten jetzt die Diskussion, wie detailliert oder wie komplett muss ein Podcast-Thema zum Beispiel sein oder muss ja noch ein Redakteur drüber schauen oder nicht. Und dann ist das, was du gerade gesagt hast, sehr interessant. Ich glaube, dass man mit Podcasts nie, also außer man macht wirklich ein sehr, sehr, sehr ausführliches Format oder liest Wikipedia-Artikel vor, das Wissen, was zu transportieren gilt, wirklich erschlagen kann. Aber ich glaube, man kann halt Leute dazu motivieren, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, wo sie vielleicht gar nicht drüber nachgedacht haben. Also wir hatten zum Beispiel nur 10 Minuten geredet über Cradle to Cradle, also ein Prinzip nachhaltig zu produzieren und nachhaltig zu leben. Und wir hatten in diesen 10 Minuten nie im Leben auch nur ansatzweise abgehandelt, um was es da geht. Aber wir haben ganz viel Feedback gekriegt von Leuten, die gesagt haben, okay, das gibt es überhaupt. Und die haben sich dann von sich aus damit auseinandergesetzt. Und ich finde, damit hat man dann schon einen gewissen Bildungsauftrag erfüllt, dass man Leute an Themen rangeführt hat. Und ich glaube, dann muss man als Podcaster oder Podcasterin auch gar nicht diesen Anspruch erfüllen, alles im Detail perfekt irgendwie abzuliefern. Ist das der Samenkorn, von dem Stefan vor ein paar Minuten gesprochen hat, die dann aufgeht? Also nicht ganz, weil wenn ich sagen würde, mein Podcast ist erfolgreich, wenn alle danach öffentlich-rechtliche Abendnachrichten gucken, wäre natürlich genau das Gegenteil erreicht.
Judith, du hast dich gemeldet. Ja, ich wollte zu dem Thema Erkenntnis noch einen zusätzlichen Punkt anbringen. Und zwar, was ich festgestellt habe in der Podcast-Landschaft, was sehr schön ist, ich hab eine Erkenntnis, ich teile sie der Welt mit. Möglicherweise podcaste ich auch mit jemand anderem darüber. Und ich finde es sehr schön zu beobachten, wie es dann sehr schnell dazu kommt, dass die Dinge einfach größer werden als das, was ich mir selber vorstelle. Also ich habe eine Erkenntnis, andere docken mit ihren Erfahrungen, mit ihrem Sein daran an und es entsteht was ich mir eigentlich so selber gar nicht vorstellen kann, was meinen Horizont dann doch erweitert und auch meine Sachkenntnis über die Dinge, einfach durch den Austausch, der da stattfindet. Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man auch noch mit berücksichtigen sollte. Also das klingt so, dass das Podcast machen für dich die Methode ist, selber dazu zu lernen. Gar nicht von deinem Wissen in erster Linie abzugeben, sondern sich selber auf den Weg der Suche zu machen. Ich denke, das ist beides. Also ich würde das auf keinen Fall trennen wollen. Ich meine, wenn wir davon ausgehen, dass wir selber ja ständig Lernende sind, haben wir ja immer irgendwie an jedem Punkt in unserem Leben eine gewisse Base, zu der einfach auch immer irgendwas dazukommt. Und wenn ich mich dann mit Leuten austausche aus ganz verschiedenen Bereichen, wird es einfach nochmal sehr viel tiefer und sehr viel reicher, was ich dann da zu bieten und mitzubringen habe. Ich sehe gerade, dass Moritz zuckt. Bitte schön, Moritz. Ich hätte nur zwei Anmerkungen, einmal oder Ergänzung oder so, was mir eingefallen ist. Zum einen wollte ich sagen, das, was wir üblicherweise als für die Erkenntnisproduktion verantwortlich sehen, nämlich Wissenschaft, also was dort geschrieben wird oder dann auch auf Konferenzen vorgetragen, das ist ja in keiner Form, auch nur im Ansatz, so interessant und umfangreich, wie in Podcasts das behandelt werden kann. Das darf man mal nicht vergessen. Also diese sogenannte Minimal Publishable Unit, die dann so veröffentlicht wird, so minimale, halbwegs noch so erklärbar als Erkenntnis, Mehrwert oder so, zu veröffentlichte Einheiten von Text oder so, von Informationen, die sind ja vollkommen bedeutungslos. Es interessiert kein Mensch liest auch den Scheiß. Also davon abgesehen ist ja sozusagen, wenn man einen Podcast mal 4 Stunden Zeit hat, über was zu reden, ist es immer interessanter, schon allein deswegen, weil auch sozusagen die Denkwege und Prozesse, die dabei notwendig sind, um auf irgendetwas zu kommen, was man dann hinterher gerade noch mit Fug und Recht Erkenntnis nennen kann oder so, werden mitkommuniziert und die werden nachvollziehbar. Also insofern, das ist das eine. Das andere ist, damit oder davon abgeleitet, müsste man auch sagen, es ist weit mehr als nur eine Stimmung, die dabei transportiert wird. Es ist nicht nur sozusagen, Wikipedia hat gewonnen. Entschuldigung, so, ich muss widersprechen. Wikipedia hat gewonnen und wir machen so Aufbereitung des Wissens oder so. Wir transportieren auch die Stimmung. Ganz im Gegenteil, eigentlich zeigt man dadurch eigentlich, was es heißt, Wissen, also sozusagen nicht nur sozusagen ja, irgendwo zu finden und dann zu irgendwas zu nutzen, sondern was es eigentlich heißt, damit umzugehen. Denken, sprechend, hörend und so weiter, so im Austausch mit einander und was es dann auch für Konsequenzen haben kann und dann auch zu weiterem Wissen zu kommen oder zu weiterer Erkenntnis oder und so weiter. Es muss ja nicht mal nur dazu das dienen. Das ist dann, wenn nach dem Hören der Tu-Wat-Moment folgt. Wenn der Podcast nicht der Podcast, den man gehört hat, bleibt, sondern genau, man daran anschließt. Und nicht nur danach, sondern auch schon der Podcast selbst als Tu-Wat-Moment natürlich begriffen werden muss. Ja, weil sonst macht man das nicht. Wer in der Runde könnte mir jetzt aus dem Stand sagen, wo der Polarstern steht? Wenn wir draußen. Der ist bei dem kleinen Bär sechsfache Verlängerung der hinteren Achse der Deichsel. Nee, die schießen mich tot vom großen Bär. Super, das ist schon sehr gut. Genau, ich würde gerne nochmal zu dem Angebot von Lars damit herübergehen, denn Lars ist jemand, der mir zumindest diese Erkenntnis wiedergegeben hat. Ich wusste es irgendwann mal, dann habe ich es aber lange vergessen und in einem deiner Angebote habe ich davon wieder erfahren und es hat was in mir geweckt. Warum erzählst du uns vom Weltall? Ja, wenn ich das mal selber genau wüsste. Also das ist bei mir wahrscheinlich irgendwie so total unakademisch. Es hat sich damals irgendwann in der Sternwarte rausgestellt, wenn wir da unsere Rundführungen gemacht haben, dass das halt funktioniert hat. Die Leute standen da oder haben da gesessen, haben zugehört, haben OA gesagt. Und wenn die danach noch irgendwas wiedergefunden haben, was wir vorher in der Theorie im Planetarium sozusagen gemacht haben, und wir gehen dann raus auf die Beobachtungsterrasse und wir gucken raus und die Leute finden dann was wieder,
Das war schon mal klasse. Dann haben die irgendwas mitgenommen, die haben was gelernt, die waren aus dem Grundinteresse in die Sternwarte gekommen, ne? Und ja, da hat man dann also eine Zielgruppe, das ist bei dem Bildungsauftrag, ob man jetzt ein Thema leicht angeht oder schwer angeht, es hängt ja auch mal von der Zielgruppe ab. Also ich sage ja, mein Podcast geht an den interessierten Laien. Das heißt, da kann wahrscheinlich ein Berufsastronom stundenlang viel tiefer reingehen. Die Frage ist, ob das jetzt mein Programm ist. Nein, mein Podcast soll eigentlich jeder hören können, um da schön reinzusteigen. Und wenn die dabei sagen, ich habe dabei was mitgenommen, dabei was gelernt, dann sage ich, dann hat dieser Podcast funktioniert. So, das ist das, was ich mache. Warum ich es mache? Es macht mir Spaß. Das ist total unakademisch, mir macht das Spaß. So. Stefan, darf ich gerade eine Wissensfrage? Ja, ja, so, weil gerne. Gestern gab es ein Streitgespräch in der Raucherecke, ob man nämlich, also deswegen die Frage, gibt es bei euch im Podcast vielleicht eine Erklärung, warum der Sonnenaufgang zügiger verrückt in der Zeit, also jeden Tag geht ja die Sonne so eine Minute früher auf jetzt wieder, wir sind ja wieder in diesem, aber der Sonnenuntergang sich zeitlich anders, nämlich langsamer verhält. Habt ihr da einen Podcast zu? Noch nicht, aber über diese Sachen will ich tatsächlich mal was machen, wobei das... Weil ich dachte nämlich, die Erde ist doch rund und so, aber audiomäßig etwas knifflig zu beschreiben, aber es ist tatsächlich so, dass du, wenn ich das jetzt ganz richtig habe, ohne es jetzt nochmal nachgelesen zu haben, zwei Kurven hast und bei der einen Jahreszeit ist die eine schneller, steiler und bei der anderen Jahreszeit die andere und du kannst beide Szenarien haben. Mach doch mal einen Podcast dazu, nimm die Herausforderung mal an. Ja, ja, ich sage ja, drüber nachdenken tue ich eh, also... Okay, nimm die Herausforderung an. Damit hast du ganz praktische Herausforderung. Nimmst du sie an? Ja, ich sag ja, ich will das eh machen. Ich muss nur gucken, wie. Okay, dann machen wir jetzt eine schöne Schlussrunde. Wer hat denn für sich selber eine Herausforderung in den letzten Tagen, in den letzten Stunden? Fokussieren wir das mal hier so auf den 34C3, weil wir ja schließlich hier sind. Gibt es irgendeine Herausforderung, wo ihr gesehen habt, oh ja, da möchte ich mal tiefer einsteigen, das ist ein Impuls, den nehme ich mit, da diese Spur nehme ich auf, der folge ich, da kommt vielleicht irgendwas draus entwickeln. Hat dieses Zusammensein der paar Stunden, die wir jetzt schon haben, irgendwas erzeugt? Adrian schüttelt den Kopf, nein, der hat dir nichts Neues gebracht, was du nicht eher schon auf deiner Liste gehabt hast. Ist so. Du hast kein Mikrofon, ja, dann... Ja, ist so ungewohnt. Wenn Leute Kopfhörer aufhaben, denke ich immer, kann man sie nicht hören. Aber es ist, ich muss mir angewöhnen, Podcasts auf zweifacher Geschwindigkeit zu hören, weil ich so viele Leute kennengelernt habe, deren Podcast ich jetzt hören möchte. Und ich bin schon bei 1,7-fach und ich komme nicht mehr hinterher. Aber sonst habe ich tatsächlich, also ich nehme mir immer wieder was vor. So, und ich habe mir jetzt, also bisher hat sich nichts rauskristallisiert, wo ich sagen würde, das kommt vom Kongress oder den Leuten hier. Deswegen habe ich den Kopf geschüttelt. Okay. Eine Herausforderung? Ja, nimmst du irgendetwas mit? Es ist, außer, dass du nächstes Jahr wiederkommst und wieder Engel sein möchtest? Ja, genau. Es ist mehr das. Es ist halt, Kongress ist Klassentreffen, Familientreffen, irgend sowas dazwischen. Und das ist einfach eine fantastische Zeit im Jahr, wo ich jetzt nicht unbedingt mehr als dieses Gefühl mit nach Hause nehmen muss. Und davon einfach Teil zu sein und dabei mitzuhelfen, dass das funktioniert, das reicht mir eigentlich schon als Herausforderung. Was ich ganz unterschlagen habe, ist das Angebot von Moritz ein bisschen näher zu beschreiben. Moritz macht einen täglichen Podcast, wo er seine gedankliche Entwicklung bzw. die Gedanken, die du dir machst für deine Dissertation, versuchst in Worte zu kleiden, die Bücher, die du liest, zu bewerten und so weiter. Das ist das Podlog, sozusagen Podlog nennst du es genau. Ich weiß, dass das aber eine Begrenzung haben wird. Das ist ein Projekt von 2017, also in den nächsten Tagen wird es wahrscheinlich auslaufen. Was ist denn dann dein Mitnehmen hier? Pause machen? Ja, ich habe jetzt noch 4 Tage, also 4 Folgen und damit nähert sich die Depression, auf die ich mich schon freue wie verrückt. Also ich fahre in die Berge und mache dann erstmal nichts und lasse meinen Computer zu Hause und mal schauen, wie das klappt. Vielleicht gehe ich auch am ersten Tag schon wieder runter. Nee, also... Mich interessiert tatsächlich, oder was ich von hier mitnehme, oder es ist noch viel zu früh, um etwas von hier mitzunehmen. Es kann ja morgen und übermorgen noch alles in Frage gestellt werden und wieder 5-mal über den Haufen geworfen. Und alle so. Nicken in dieser Runde, aber super, klasse. Also ist zumindest tatsächlich diese Frage, was heißt eigentlich dieses Tun? Und so, dass man sich so diese 4 Tage nicht nur als einfach diese 4 Tage einmal im Jahr so begreift, sondern sich sozusagen selber Freiräume schafft aus dem Arbeitszusammenhängen. Ja, wer so Leidensarbeitsverhältnisse an der Universität kennt, der weiß ja,
ja, wovon man spricht. Also aus diesen Verhältnissen heraus, sich so Freiräume zu schaffen, in denen man dann doch irgendetwas anderes noch tut, was man dann auch als Arbeit oder zumindest als Tun, als Handeln, als irgendwas Tuvat beschreibt und begreift, das darüber nochmal sagen, auch für sich eigene Formen des Umgangs zu finden. Ich würde sagen, mindestens das kann man hier mindestens mitnehmen. Okay, Judith, was ist dein Impuls, falls du einen hast? Ich würde fühl dich nicht unter Druck gesetzt, bitte. Ach, zu spät. Ja, habe ich befürchtet. Nein, ich fühle mich nicht unter Druck gesetzt. Ich meine, nachdem, ich habe ja vorher erwähnt, das ist mein erster Kongress, ich bin gerade leidlich erschlagen von dem Ganzen und ich denke, ich werde auch nachher noch ein bisschen brauchen, um das einfach für mich zu sortieren und einzuordnen. Für den Moment würde ich mich einfach darauf zurückziehen wollen, mich dem Moritz anzuschließen und zu sagen, sehr, sehr viel Input, sehr viele Impulse, mal schauen, was ich damit tue. Ich tue bestimmt irgendwas damit, aber was? Das würde ich jetzt an der Stelle noch offen lassen. Okay, das ist dann noch in der Wolke, in der Entwicklung. Ja. Stefan, was machst du denn? Machst genauso weiter wie immer. Ja, ich bin mir sehr sicher, dass der Kongress immer nachwirkt. Das ist jetzt seit, 2012 war ich das erste Mal. Also das erste Mal, als ich in Hamburg war, ein halbes Jahr vor Snowden war ich das erste Mal da. Und für mich war der Kongress immer mit Arbeit verbunden. Weil ich war entweder für die Zeitung hier oder habe selber so ein Podcast-Programm gehabt. Und es war immer... Ich habe mir dieses Jahr das erste Mal vorgenommen. Ich habe auch mein Ticket selbst bezahlt und so. Ich war vorher immer so pressemäßig und alles. Diesmal habe ich selbst bezahlt, habe genau null Programm gemacht. Ich habe ein paar Sterne verteilt im Programm, die ich dann alle später nachgucke und so. Ich weiß, der wirkt nach der Kongress. Ich muss jetzt gar keine Pläne schmieden, sondern das Jahr wird es schon prägen, 2018. Und so nach 10 Monaten ist es ja dann auch wieder die Vorfreude auf den nächsten. Deswegen, man kann das locker angehen. Tuvat ist ein Appell, aber man muss jetzt nicht alarmiert dadurch sein. Sehr schön. Das könnte ein Schlusswort sein, falls nicht noch jemand was sagen möchte. Lars hat sich das Mikrofon geschnappt. Hast Nein, du noch es, es wurde mir überreicht. Ach so, es wurde dir überreicht. Passives Schnappen in dem Fall. Schnappt werden. Also für mich ist der Kongress ja ganz trocken gesagt, ich sagte ja gerade so ein bisschen die normale Welt mal zu verlassen. Ich tauche hier vom Hotel irgendwie morgens auf und hau irgendwann in der Nacht mal zwischendurch zum Schlafen gehen ab. Ich glaube, es gibt im Moment so für die letzten 2 Jahre eigentlich nur bei dem Kongress die Möglichkeit, dass ich sage, ich mache einfach einen Tag lang meinen eigenen Kram. Das andere war ein SCH-Wort gewesen. Es war ein SCH-Wort. Also kümmere mich um meinen eigenen ich kümmere mich um meinen eigenen Kram. Wenn man nur nicht so lange anstehen müsste an den Toiletten. Ich habe hier die Möglichkeit, tatsächlich mal so 14 Stunden am Tag einfach mein Hobby zu machen. Die Möglichkeit habe ich im Alltag so gut wie nie. Ich habe neue Sachen probiert. Ich habe Sachen probiert, die seit Monaten auf der Liste standen. Und ein paar Sachen sind fertig geworden. Da bin ich sehr zufrieden mit. Ich habe neue Programmiersprache kennengelernt, wo ich sonst nie die Zeit gefunden hätte, da zu sagen, okay, da tauche ich jetzt einfach mal eben 8 Stunden einfach als aus Neugierde mal rein. Das ist klasse. Ich habe da hinten in der Assembly-Halle was gesehen, wo ich seit Stunden drüber nachdenke, wie haben die das gemacht? Da werde ich noch weiter drüber nachdenken. Also fühlt sich großartig an und so soll es weitergehen. Mehr will ich gar nicht. Das ist... Welche Stimme haben wir da gerade gehört, Sebastian? Also Fragwart wäre auch noch eine Option, wenn du nicht weiterkommst, dann kannst du bestimmt mal fragen. Ich puzzle aber auch gerne. Ja, Denkwart dann. Hilfst du was mit, Sebastian, jetzt schon? Oh, nehme ich schon was mit? Ja, ich bin auch noch dabei, Eindrücke zu verarbeiten. Ich denke, das meiste wird wirklich kommen, wenn man wieder aus dieser Zone raus ist, aus dieser Gemütlichkeit und aus dem ganzen... Ja, du hast doch relativ viel Stress hier gehabt mit dem Kabel. Ja, heute hatte ich das erste Mal, also nachdem jetzt alles heute Morgen dann lief, hatte ich dann auch die Möglichkeit, mal mich ein bisschen mehr umzuschauen, mehr und auch mehr Eindrücke zu sammeln, auch mal irgendwie die... Ebene 1 quasi vom CCL zu besuchen und die Kaffee-Nerds zu erkunden. Kann ich nur jedem empfehlen. Also wer noch da ist, der sollte mal oben in die Ebene 1 mal da eintauchen bei den Kaffee-Nerds und sich mal einen Kaffee selber machen mit Bohnen mahlen und so weiter. Ich sammle noch und versuche das dann wahrscheinlich irgendwann nach dem Kongress alles so ein bisschen zu verarbeiten. Wunderbar. Ich komme mal in die Runde. Ich denke, wir haben die
Vorsätze. Und also wir haben das Tuvat für uns, was das bedeutet, aufgeschlüsselt, ein bisschen diskutiert. Natürlich bleiben immer wieder offene Fäden in einer Diskussion oder in einem Gedankenaustausch. Ich danke euch ganz, ganz herzlich, dass ihr euch hier mit mir hingestellt habt an dieses provisorische diesen provisorischen Sendetisch. Es war eine sehr interessante Runde. Ich habe euch wieder noch besser kennengelernt. Ich habe neue Eindrücke gehört und ich denke, unsere Hörerinnen und Hörer auch. Ganz herzlichen Dank und ja, dann in diesem Sinne tun wir was. Ne? Ja. Tschö, gehen wir was. Tun wir was. Gehen wir. Noch jemand Goldbrand? Tu was einschütten. Du hast gerade gewonnen. Trink was, ja. Was, sag was, schneid was. Schnapp was. So.